Hallo und moin, moin, meine Lieben, und willkommen zum Unboxing eines mysteriösen Paketes. Genau diesem Paket hier, was ich zugeschickt bekommen habe von einer Firma in Hongkong. Messer ist übrigens ein Forge de la Gloire, was ich schon ein bisschen länger bei mir habe. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal im Detail und ein wenig genauer an, was in dieser Box drin ist. Natürlich handelt es sich hier um eine Uhr eines Mikrobrenns. Ihr kennt meine Vorgehensweise. Erstmal möchte ich natürlich nur das präsentieren, wovon ich auch selbst überzeugt bin. Plus, das ist nicht bezahlt. Die Uhr wird mir allerdings zur Verfügung gestellt. Und ich möchte halt immer sagen können, was ich möchte. Und natürlich auch dann die Möglichkeit haben, die Uhr an euch weiterzugeben. Das ist die Box. Also in der Box eine weitere Box. Machen wir die auf. Und ihr seht, es handelt sich hier um eine Uhr von der Marke Phoebos. Phoebos? Phoebos? Ich sag mal Phoebos. Box als solche sieht ganz gut aus, ist aus so einem Canvas-Material, also das finde ich nicht schlecht. Für deinen Preispunkt passt das definitiv. Drin sind natürlich Papiere, 2 Jahre Garantie. Und hier haben wir die Uhr als solches. Ein sehr schönes grünes Ziffernblatt, aufgesetzte Indizes, Datum auf 6 Uhr. Guckt euch mal den Sonnenschliff und die Struktur des Ziffernblattes an. Also das finde ich wirklich cool. 300 Meter Wasserdichtigkeit übrigens, das finde ich auch ganz passend. Also ich denke mal im Großen und Ganzen eine sehr gelungene Uhr. Das Band hat so ein bisschen was von einem Jubiläband, was mir sehr gut gefällt. Schließe macht auch einen massiven Eindruck. Aber im Detail werden wir die Uhr natürlich dann noch im Review besprechen, wenn es dann auch zum Giveaway als solches kommt. Aber ich finde im Großen und Ganzen eine schöne Uhr für die Preisklasse, die durchaus interessant sein könnte. Also, Lieben, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.